Was geht ab, bitte? Zeus hier zu einem weiteren Part Rise. Und bald haben wir schon durch. Wir sind schon im letzten, also im vorletzten Part sind wir Part 7 und haben schon ein Drittel geschafft. Und wir machen jetzt weiter. Können wir eigentlich irgendwelche Fähigkeiten noch kaufen? Ich denke schon, oder? Was haben wir denn hier? Fokus. Wieso nicht? Wird erhöht. Und ansonsten haben wir nichts mehr. Geht nichts mehr. Mittlerweile können wir sogar hier wieder aufrüsten, ne? Oh, aber das ist alles relativ teuer. Das ist alles im 100.000er Bereich. Müssen wir mal schauen, ob wir es leisten können. Obwohl, das jetzt war 20.000, oder? Das verzähle ich mir um eine Null, kann ja auch sein. Ne, das geht sogar. 20.000 sind das. Supergeil. Egal, wir schauen dann später mal hier rein. Jetzt müssen wir erstmal zeigen, was wir können. Falls ihr mit den Regeln nicht vertraut seid. Angriffe von hinten, Tiefschläge, Augen ausstechen, vergiftete Klinge. Tut all das mir doch egal sein. Dann erlaubt mir zu viel. Eine fantastische Hebensichtung. Gott, wie der Typ labert. So ein scheiß Pixel. Tot. Yes. Sehr schön, sehr schön. Das ist unerwartet. Ich glaube, mein Bruder Commodus hat einen Herausforderer. Bravo. Oh yeah. Das wird ja immer besser. Warum machen wir das eigentlich, dass wir das so teilnehmen im Turnier? Ein wahrer Held der Arena aus dem Verband. Justinius! Hat das nicht auch? Oh. Oh, oh, oh. Ja, der hat schon mehr drauf, ja. Egal, erstmal die Kleinen töten, immer das Beste, Leute. Müsst euch merken, auch von eurem Alltag, wenn ihr was macht, immer zuerst die Kleinen töten. So, Justinius, wie hieß es, ist tot. So muss es sein. Und zack. Geschafft. Potenzial. Du bist fantastisch. Verleihen wir der Sache etwas Würze. Für die nächste Vorstellung begrüßen wir zwei Streifer. Romulus und Remus, die karthagischen Totschläger. Oh, okay. Machen wir es dir mal nicht. Die sind schnell tot. Zeit für die Aufspießer. Sehr schön. Bravo! Bravo! Das war ein gar skandalöser Spaß. Brigant! Besuch mich in meinen Gemächern. Du willst für deinen Kaiser kämpfen. Und das sollst du auch. Oh. Ich werde heruntergelassen. Ey, schaut alles gruselig aus. Ein richtiger böser Mensch. Okay. Sehr schön. Hm. Hier ist deine Bestätigung. Verliere sie nicht. Du hast das Töten zu einer Kunst gemacht. Ich hingegen pflege andere Ausdrucksformen. Hier einige meiner neuesten Werke. Ich bin gerade fertig mit dem letzten Feinschliff. Ein Geschenk an meinen Vater, den Kaiser. Ein äußerst großartiges Werk, wie ich zugeben muss.
mit einer versteckten Überraschung. Einem kleinen Hohlraum in seinem Kopf, der Tränen aus feinstem Weißwein als Symbol der Liebe zum Reich vergießt. Obwohl es wahrscheinlich alles Mögliche vergießen könnte. Alles? Blut. So viel Blut. Graue Berge lasten auf dem Senat. Die Straßen Roms werden rot sein. Rot vom Blut. Ich sah dich in meinen Träumen. Schneid mich los, wenn du deine Zukunft erfahren willst. Gefallener Held Roms. Geist der Vergeltung. Damokles wird vom großen General Marius gerichtet. Dieser General wiederum von Damokles. Kaiser Nero. Er stirbt nur durch sein eigenes Schwert. Du kannst ihn nicht töten. Commodus war der Nächste. Er wollte hier im Kolosseum ganz Rom seine großen Siege präsentieren und unsere Taten für die Seinen ausgeben. Ich würde mir das Recht verdienen, gegen ihn zu kämpfen und Rom von seinem Gift zu befreien. Es war Zeit für Vergeltung. Ja, okay. Ist sehr, sehr spannend. Ich find's geil, dass dieser Drecksack endlich tot ist, weil der ging mir echt schon voll auf die Nerven. Und scheinbar müssen wir uns nun auf den Kampf... Kameraden, da rauszugehen! Du hast doch keine Ahnung. Du wirst in der ersten Runde abgeschlachtet. Ich habe in jeder Arena gekämpft und lebe immer noch. Das ist das Kolosseum! Du bist nicht hier, um zu kämpfen. Du bist hier, um zu sterben! Aha. Und scheinbar müssen wir uns nun auf unseren Kampf vorbereiten. Und ich würde sagen, das sehen wir dann im nächsten Part. Scheinbar ist das Kapitel 7 extrem lange, echt heftig. Und wir sagen, dann sehen wir uns dann wieder. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube. Lasst mir einen Kommentar da und eine Bewertung, würde mich wahnsinnig freuen. Und noch viel Spaß auf YouTube. Ciao!